Bei einer Schießerei in einer katholischen Mädchenschule im Norden Pakistans sind 2 Mädchen getötet und 6 weitere Personen verletzt worden. Ein Wachmann habe nach Augenzeugenberichten in der Stadt Sangota das Feuer auf eine Gruppe von Lehrerinnen und Schülerinnen eröffnet. Das jüngste Todesopfer sei erst 9 Jahre alt gewesen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Erzbischof von Islamabad, Rawalpindi, Josef Arshad, erklärte, dass sich die christliche Minderheit Pakistans angesichts des zunehmenden Terrorismus immer mehr bedroht fühle. Er forderte, dass der Wachmann bestraft werden müsse, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Spende.